Ey Sessio, diese Sophia Thiel, ja, die hat ja wieder richtig zugenommen und so. Mich würde das brennend interessieren, was du dazu sagst. Ich meine, da gibt es ja so viel Shitstorm drüber. Was sagst du dazu? Ich sage dazu, dass eigentlich keiner den wahren Grund weiß. Nach dem Intro. So, meine Freunde, euer Coach hier. Wer ist da? Wer ist da? Wer ist da? Cecil? Das Thema Sophia Thiel. Warum ist sie jetzt wieder dicker geworden? Sie war ja sehr dick und dann war sie sehr dünn und jetzt ist sie wieder dicker. Und eigentlich alles null dramatisch. Aber jetzt muss man Folgendes sehen. Was ist der Mechanismus, dass Menschen dick werden? Und ich meine nicht dick 3 Kilo Übergewicht, sondern wirklich, ja, keine Ahnung, 30 Kilo oder so hat sie, glaube ich, abgenommen. Also richtig schon übergewichtig. Was ist der Grund? Es hat ja einen Mechanismus. Also es ist ja ein Symptom. Also Übergewicht oder Untergewicht ist immer nur ein Symptom unseres Verhaltens, also unserer Routinen. Man kann davon ausgehen, dass eine Person, die 50 Kilo Übergewicht hat, andere Routinen hat als jemand, der 20 Kilo Untergewicht hat. Davon kann man ja ausgehen. Grundsätzlich ist es natürlich immer so, dass die Leute sagen... Cecil, bei mir ist es aber anders. Also ich habe eine Schilddrüsenunterfunktion und ich kann gar nicht abnehmen. Und meine Eltern waren auch schon dick. Ich kann gar nicht abnehmen. So, und wenn wir dann einfach angucken, dass wir nach dem Zweiten Weltkrieg auch Schilddrüsenunterfunktionen hatten, aber da nur 2% der Bevölkerung übergewichtig war, kann da ja irgendwas nicht stimmen. Also es ist eine Story, die erzählt man sich selbst und das ist der Grund, warum ich übergewichtig bin. So, und dann hat man das ausgelagert, man ist nicht mehr selbstverantwortlich und für die Gewichtsabnahme ist es entscheidend, dass man versteht, dass man selbstverantwortlich ist und niemand anderes und auch keine Hormonbalance oder langsamer Stoffwechsel oder irgendwas. Es ist nichts verantwortlich, man ist nur selber verantwortlich. Das ist der Punkt. Und bevor wir die mentalen Gründe besprechen, werden wir erstmal gucken, was ist denn das Thema? Sophia Thiel, ganz einfach die Story kurz gemacht, dick, super Trainingsplan und Ernährungsplan gemacht, dünn. Deswegen bester Coach und kann allen erzählen, wie sie auch dünn werden. Das ist jetzt ungefähr so, als wenn ich sage... Also ich hatte eine Lungenentzündung. Ich bin wieder gesund geworden. Ich bin Arzt. Funktioniert einfach nicht. Also nur weil jetzt jemand dick war und dann dünn war, ist er nicht gleich automatisch der beste Coach auf der Welt. Also es gibt auch jetzt zum Beispiel in anderen Sportarten, wenn ihr das seht, ich meine, der Coach von Klitschko ist auch nicht der beste Boxer. Das heißt, man muss nicht, um ein guter Coach zu sein, selber erfolgreich sein. Es muss nicht sein. Natürlich ist es schön, wenn man authentisch lebt und wenn jemand jetzt zum Beispiel Ernährungscoach ist und hat 70 Kilo Übergewicht, dann ist es natürlich nicht authentisch. Das meine ich aber nicht. Aber grundsätzlich ist es so, nur weil jemand jetzt 30 Kilo abgenommen hat, viele Menschen haben 30 Kilo abgenommen. Der eine hat vielleicht gefastet, der eine andere hat sich vielleicht illegale Sachen reingeschmissen. Es gibt 1000 Wege. So, ob man das jetzt wirklich so gut verkaufen kann, ist eine andere Sache. Dann, was wird suggeriert? Dreimal die Woche, 20 Minuten und dann sieht man auch so aus. Das wird ja so irgendwie übertragen. Dass das nicht stimmt, ist ja, ich meine, jedem klar. Ich meine, dass so, sie ist dann auch irgendwann auf die Bühne gegangen oder wie auch immer. Dass das nicht mit dreimal die Woche 20 Minuten klappt. Ich glaube, das weiß jeder. So, also jetzt die Frage. Ich habe mein Vorbild und mein Vorbild hat es geschafft, so abzunehmen und so super und hat richtig Gas gegeben und hin und her und das ist mein Vorbild. Jetzt bricht dieses Bild, weil das Vorbild jetzt auf einmal wieder dick wird und wieder, keine Ahnung, 15 Kilo, sagen wir mal, zugenommen hat oder 10, was weiß ich. Ist mir auch egal, es geht nicht um die Kilozahl, hat wieder zugenommen. Was macht das mit den ganzen Leuten, die folgen und die, ja, ein Vorbild haben? Was macht das? Was macht das mit den Leuten im Kopf? Ja, was macht das mit mir, dass sie wieder zugenommen hat? Ich weiß nicht, was macht das denn mit mir? Ganz einfach, es nimmt den Druck weg. Oh, sogar mein Vorbild, mein Hero, mein perfektes Idealbild an Körper hat so abgenommen, ist verletzlich, ist menschlich, wird wieder dick. Ja, wenn die das schon nicht schafft, dann kann ich das doch niemals schaffen. Also jetzt ist der Druck weg, weil wenn ich jetzt wieder Schokolade esse, ja macht sie auch. Ich esse wieder Schokolade, ich werde auch wieder dick. Ja, kann ich nichts dafür, weil Sophia Thiel ist ja auch wieder dick geworden. Ist ja klar, also es nimmt den Druck weg. Ich habe diese Erfahrung im Personal Training seit über 10 Jahren, seit 13 Jahren. Wenn ich mit Kunden zum Beispiel trainiere und die nehmen ab, 10 Kilo, 20 Kilo, was passiert zu Hause? Und das ist wirklich eigentlich immer so. Also eigentlich wirklich immer so. Die Frauen, die zu Hause sind, sehen... Oh nein, mein Mann wird ja jetzt voll schlank. Der will bestimmt ein anderer haben. Ich muss auch Sport machen und ich muss mich besser ernähren. Ich schaff das alles gar nicht. Wie soll ich das alles schaffen?
Es produziert extrem Stress. Was machen die Frauen dann? Die sagen natürlich nicht, hey, hör mal auf jetzt mit dem Personal Training, sondern die kaufen dann auf einmal mehr Schokolade ein oder backen auf einmal, vorher haben sie 10 Jahre nicht gebacken und jetzt auf einmal backen sie dreimal die Woche den Lieblingskuchen vom Mann. Ist einfach so, weil es ist Stress und dieser Stress ist halt mental. Aber es ist genau das Gleiche wie mit dem Hero. Ich bewundere jemanden und der ist verletzlich, weil er wird wieder dick. Dann kann er auch wieder dick werden. Ist ja kein Problem. Und das ist gefährlich. Ich weiß. Viele Leute sagen, ja, ist egal. Gerade so in der Bodybuilding-Szene ist egal, kann man wieder dick werden. Man haut auch die Form wieder runter. Ja, kann man. Aber man kann auch entscheiden, ich bin ein Vorbild. Und ich entscheide selber, wie viel ich zunehme. Also es ist ein Unterschied, ob man irgendwie mal ein Kilo zunimmt und dann wieder abnimmt oder ob man einfach 10, 15 Kilo abnimmt, wieder zunimmt, dass man wirklich, dass jeder das sieht. Ey, ich meine, wenn man das anguckt auf einem Fitness-Day oder wie auch immer, da sind eigentlich die meisten, die da mitmachen, schlanker. Und da, das ist ja eine Entscheidung. Also was die Entscheidung auf sich hat, erzähl ich gleich. Aber erstmal grundsätzlich, wir wollen als Leader vorangehen. Wir wollen nicht Superman im Kino gucken und der wird dann geschlagen vom Büroangestellten. Bringt einfach nichts. Wir wollen diese Bilder haben, dass wir folgen können. Wenn ich ein Leader bin und sage, hey, Motivationsseminar heute. Wir laufen alle durchs Feuer. Ich? Komm, ihr lauft durchs Feuer. Funktioniert nicht. Also wir müssen als Anführer praktisch immer vorangehen. Und deswegen finde ich es verwerflich, wirklich, also ich weiß, dass alle sagen, ey, ist doch gar kein Problem, aber wenn man eine Vorbildfunktion hat und was Spezielles repräsentiert und verkauft und an die Leute bringt, dann hat man ein Stück weg Verantwortung, dass man sich selber so weit weiter im Zaum hält, dass man nicht 15 Kilo wieder zunimmt. Ist leider so und das nicht für Sie, ich habe auch nichts irgendwie gegen dicke Menschen, ja nein, die ist doch trotzdem noch voll schlank, ja, ist alles gut. Was macht das mit den ganzen Leuten, die Ihr Programm gekauft haben und die Ihr folgen? Das ist der entscheidende Punkt. Und was hat das jetzt für einen mentalen Hintergrund? Es ist ganz einfach. Wir, unser Gehirn, das ist von unserem Gehirn gesteuert, wollen schnelle Befriedigung. Punkt. Schnelle Befriedigung. Egal ob mit Alkohol, Rauchen, Süßigkeiten, wir wollen schnelle Befriedigung. Kann ich jetzt sehen, dass diese schnelle Befriedigung mich langfristig dick macht oder kann ich es nicht sehen? Kann ich es erkennen? Kann ich den Schmerz doller daran koppeln, was es für mich bedeutet, dick zu sein? Oder ist der Schmerz für mich doller, dass ich verzichte jetzt auf die Süßigkeiten? Was ist doller? Was wiegt schwerer? Und deswegen bin ich mir auch sicher, dass Sophia Thiel sicherlich wieder ihre alte Figur zurückbekommen wird. Ganz einfach aus dem Grund, weil sie kriegt jetzt so viel Druck von außen. Also entweder sie bricht komplett zusammen oder weil sie so viel Druck von außen kriegt, merkt sie und realisiert sie, der Schmerz, jetzt wieder 10, 15 Kilo zugenommen haben, ist größer als die Befriedigung von der Schokolade, die ich mir jetzt reinzimmer. Weil in dem Moment sagt das Gehirn, oh, lecker. Der Schmerz, dass alle über einen sprechen, ist größer und ich habe eine Verantwortung. Und deswegen muss sie wieder abnehmen oder sie wird komplett einbrechen. Das ist alles mental. Gewichtsreduktion, ein toller Körper, Muskelaufbau ist alles mental. Und ich spreche jetzt in diesem Video nicht mal über die, was man essen soll, welche Verteilung, gar nichts. Es kommt immer auf das Mentale an. Und viele Menschen machen es komplett falsch. Aber weil sie mental gut sind, werden sie nie übergewichtig werden. So einfach ist es. Da es so ein kontroverses Thema ist, würde ich mich freuen, wenn ihr in die Kommentare reinschreibt, wie ihr das seht. Ob ihr das genauso seht wie ich, so ähnlich, oder ob ihr sagt, nein, die ist jetzt viel besser als vorher, gefällt mir viel besser, soll sie genauso machen, oder ob ihr sagt, nein, weil sie 30 Kilo abgenommen hat, deswegen ist sie genau die Richtige, die mir sagt, was ich zu tun habe. Schreibt mir einfach alles rein, interessiert mich mega. Das ist total bewertungslos, das Video. Ich wünsche ihr auch, dass sie wieder abnimmt oder zunimmt, so wie sie das will. Ist eigentlich, für mich ist es egal. Und auf jeden Fall interessiert es mich, was ihr reinschreibt. So, meine Freunde, ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video helfen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und natürlich immer weiter kommentieren. Ich habe das Video aufgrund einer Frage gemacht. Schreibt mir mal rein, was für Videos ihr sehen wollt. Und natürlich, Moment, einmal abonnieren. Snapchat, Instagram, Facebook. Folgt mir unbedingt überall, weil ich habe überall andere Themen. Snapchat, was ich esse so am Tag. Instagram, ein paar Fotos. Facebook, viele Workouts und so. Folgt mir überall. Und natürlich bei YouTube nicht vergessen, hier einmal den Abonnier-Button zu drücken. Weil sonst werdet ihr nicht informiert, wenn ich neue Videos habe. Und das wäre schrecklich. Und ihr seid natürlich herzlich eingeladen, mitzumachen bei meiner kostenlosen Tour auf maximumprinzip.com. Keine Angst, kein Abo danach, sondern ist einfach vorbei danach. Ich glaube, das war's. Bis bald, euer Coach Cecil.